Dieses Prinzip hier, wir können die obere Baumuskulatur anspannen oder eben kontrahieren, also den Zweck der Muskulatur verwenden für eine Bewegung, also zum Beispiel das Kontrahieren, Zusammenziehen, wupp. Das bitte mal tun, wenn wir die Muskulatur des Bauches aufteilen auf drei Teile und den oberen Teil nehmen würden, würde ja das passieren. Bitte einige Male tun, wupp. Das Zusammenfallen des Oberkörpers, dass die Rippen hier nach innen zusammenfallen und die Kontraktion des oberen Bauchmuskelparts beginnt. Dann wäre das andere, dass wir den kompletten Bauch in Beckenknochen und Brustkorbrippen, dass wir die, könnt ihr gerade mal so ein Stückchen nach rechts gehen, ich gehe ein bisschen mehr hier hin, dann müsste ich mich selber daran erinnern, dass ich mal hier bleibe, dann passt das wahrscheinlich. Dass wir hier jetzt mal beides zueinander bringen, das heißt Rippen und Beckenknochen wollen zueinander und das, dafür muss der Bauch nach hinten sozusagen. Das ist die Kontraktion von allen drei Parts, halt eben dann oben, Mitte und unten. So, das heißt, wir haben oben, einmal oben machen, wieder relaxen, einmal alles. Wunderbar. Und jetzt ist das Ziel nur die untere. Die obere bleibt, die Mitte bleibt, nur die untere. Genau, nur die untere Baummuskulatur zieht nach innen. Der Bauch frisst sich selbst, sagt man ja gerne. Bauch hat Hunger auf sich selbst und frisst sich selbst. Wupp. Beckenknochen rotieren also im Endeffekt nur die unteren betrachtet nach oben, nach innen, in die Diagonale rein. Wunderbar. Und dieses Prinzip hier, wenn man das verstärkt, beugen gefühlt die Knie. Merkt ihr das? Wenn ihr das macht und das verstärkt, Knie beugen automatisch dabei. Und das kann man als Auslöser nehmen, als Auslöser, damit die Knie beugen. Dadurch kriegt es manchmal auch nochmal einen anderen Flow. Und wenn es zackig macht, rein, rein, rein. Und dabei kann der Oberkörper schön stabil bleiben, ne? Seht ihr ja, ne? Und damit könnt ihr wunderbar und, za, und, za, 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 za. Manchmal fragen sich Menschen, warum mache ich den Oberkörper freien Shit? Deswegen, dass man das sieht. So, also wir haben vorne und. Seite und vorne und Seite, ihr seht das, ne? Wupp, za, wupp, za, wupp, za, rein, fertig, za, za, Ferse, wupp, Ferse, wupp. Achtung, angekommen, men. Von hier aus ist ein bisschen mehr tänzerische Qualität gefordert. Guckt, schaut es euch am besten mal an, weil ich möchte das hier haben.